Jo, 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 bevor das Video losgeht, folgt mir unbedingt jetzt auf Instagram. So, wir sind jetzt nunmehr beim guten alten Flughafen angekommen und gleich geht es richtig zum EVA. Möchtest du einen Red Bull haben, Kai? Junge, verpiss dich mit deiner Brause. Der Herr, dürfte ich Ihnen etwas zu essen anbieten? Ja, schmeckt, ne? Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gut. Das ist ein bisschen zu teuer. Nee, ja. 2 für 29. Auf Nacken wollten wir uns jetzt ein paar Nackenkissen holen. Oh, Lacoste. Und Gacki. So, und wir sind nunmehr jetzt in Polen angekommen und wollen das jetzt dann eine Roli holen. Ja, welche darf es denn sein? Ja, es ist um Haltgelenk ist es jetzt gerade ein bisschen kalt geworden. Also du brauchst was an deinem Wrist, oder was? Ja. Ja, okay. Wie wär's denn mit der Day-Date? Wo haben wir sie denn? KGV. Ja, mit Baguettes drauf. So, auf dem Weg nach Japan erstmal ein bisschen zocken, dies, das. Wir gehen Mickey Mouse. Ja. So, ansonsten, ja, wir sind hier angekommen. Lass uns hier ein bisschen gut gehen. Hier natürlich noch ein Kissen und die gute alte Wixi. So, meine Brüder, wir sind da in Japan. Na, willst du auch was sagen? Mois. Und ja, meine Freunde, wir werden euch heute zeigen, wie man ein 20 km/h Tutorial mit Gehen machen kann. Also ich bin gerade extrem schnell hier, wegen diesen Laufbändern. Läuft. Die Brüder sind wieder vereint. Wir sind in Japan, meine Kerle. Toto ist ein verdammter Ehrenmann. Ein Jahr ist es her. Da haben wir Politikerwerbung gesehen. Und dieser Ehrenmann, der war letztes Jahr schon da. Der ist einfach auch dieses Jahr wieder da. Der Ehrenmann ist einfach überall. Meine Kerle, wir sind jetzt wieder auf den kalten Streets unterwegs, so wie Streusalz. Und sind an diesem Automaten hier. Automaten! Der letztes Jahr genutzt worden ist als Allmanns in Japan Musikvideodreh. Hier nochmal ganz kurz der Hinweis dazu. Ganz kurze Info, da hinten war der nächste Videodreh zu Allmanns in Japan 1. Mois. Mir ist übrigens alles scheißegal, das wird auf YouTube hochgeladen und ihr könnt jetzt alle gerne einen Daumen nach oben hoch rendern, um dieses Video hier natürlich zu unterstützen, denn das gibt die Klicks. Ja, wir haben gehört, dass Mois halt nicht so gut Deutsch kann, deswegen hat er ihn Moosburger genannt. Ja. Das wird schmecken. So, wir sind jetzt vor dem guten alten Gesetzessohn. So, Gumo. Wir haben hier im Hotelzimmer ein Paradoxon. Ich drück mal hier drauf. Ihr seht, das ist an. Ja. Aber das sorgt dafür, dass das Licht ausgeht an diesem Lämpchen. Aber dafür geht das Licht hier an. Das macht gar keinen Sinn. Ja, okay, nach einem kleineren Krisengespräch mit Mario macht das dann doch Sinn, dass man diese Lämpchen im Dunkeln sehen kann, um sie zu drücken. Der Zebrastreifen ist ja nicht so groß. Was stellst du für Fragen? Die Ampel ist rot. Oh, bitte sei doch still. Eis. Ja, also wenn die Spielsucht wieder reinkickt, dann weißt du, dass es sehr lecker schmeckt. So, wir sind jetzt im Genki-Sushi-Laden. Und ich denke, es wird sehr lecker schmecken. Oh Bruder, schaut mal, wir haben hier Ralf Lauren. Oh, und hier haben sie auch Givenchy und Levis. Ja, man kennt ihn doch sicherlich, den achtarmigen William Schmidt. Oi, oi. Eis. Ja, also falls ihr Kondome braucht, seid ihr hier an der richtigen Adresse. Gang. 200.000 Yen. Digga, das sind Träume von Marc Gebauer, oder? Sieht man das? Ja. Sieht man das? Zusammenlage daher? Ja, die Animal Crossing Kicks. Sie kicken komplett rein. Es ist gerade eine Story-Seption. Oh ja, das ist eine Story. Seption. Ja, man sieht, die Brüder müssen auf jeden Fall sehr dringend los.
Der Bruder hat komplett die Kicks. Nicht sicher, ob ich gerade in Tokio bzw. in Shibuya bin. Oder ob das hier gerade vielleicht sogar Shin Megami Tensei sein Vater ist. So, nunmehr haben wir Shibuya verlassen. Und man konnte sich sehr auf Shibuya verlassen. Nice und Weird Flex. Apropos Weird Flex, es geht jetzt in den Onsen und dort warte, das habe ich mir schon alles durchgerechnet. Und dort werden wir dann gleich unsere prallen Hoden im heißen Wasser kochen lassen. Und das wird ziemlich oioi. Die Buben und ich. Wie öffne ich das? Aus dem Schlund von dem Typen raus einfach. ein nices Erfrischungsgetränk. Die Buben und ich. Wenn ein gutes Getränk aus dem Fach gerendert wird. Ich hab nur 1%, aber das muss noch rein. Das ist die Eisoutstraße 1. Nicht sicher, ob es ein Leuchtturm ist oder der Skytree. 170.